Am Ortsrand von St. Ulrich in Gröden. Diese Wohnhäuser wurden erst kürzlich fertiggestellt. Eines von vielen genossenschaftlichen Wohnbauprojekten in Südtirol. Insgesamt 10 Familien haben sich zusammengetan und hier gemeinsam ihr Eigenheim errichtet. Wir sind insgesamt 10 Familien und aufgeteilt auf 3 Häuser. Das erste Haus, das war das dahinter, wo 2 Wohnungen sind auf 2 Stockwerke und eine Wohnung im oberen Stock. Dann ist das große Haus, da sind insgesamt 5 Wohnungen. Eine ist die große Parterrewohnung, die ist total nach vorne gerichtet. Hinten sind die Keller und dann sind 4 Wohnungen, genau die Hälfte geteilt vom Haus und die gehen dann ganz zurück. Und dann ist noch ein Haus, das ist da weiter draußen, da sind 2 Familien und da ist es aufgeteilt, genau halbiert das Haus auf 3 Stockwerke. Die Häuser und Wohnungen wurden mit Klimahaus A-Standard gebaut und verfügen im Schnitt über eine Wohnfläche von 110 Quadratmetern. Die Kosten pro Wohnung beliefen sich auf rund 330.000 Euro, je nach Lage mehr oder weniger. Ende Mai 2013 konnte mit dem Bau begonnen werden. Im Herbst desselben Jahres stand bereits der Rohbau und Ende 2014 konnten die ersten Familien einziehen. Die Wohnung von Luca Saggiorato ist erst seit kurzem fertig eingerichtet. Der junge Ingenieur finanzierte sein neues Eigenheim teilweise mit dem Bausparprogramm der teilnehmenden Vorsorge- und Bankinstitute. Nicht, dass es so schwer wird, dann kann ich es noch abschnitten. So schwer war es halt so. Ich bin in Kontakt gekommen, gleich noch in Urlaub, wenn ich zurückgekommen bin, hat mir die Arche KVW eine E-Mail geschickt, an Robert, und hat mir informiert, dass die Möglichkeit wäre, das Bausparplan in Frage zu machen. Ich habe mich noch sofort mit der Raiffeisen in Kontakt gesetzt und die ganzen Dokumente vorbereitet, um zu fragen, ob ich da mitmachen kann mit dem Bausparplan. Luca ist Anfang 2000 dem regionalen Zusatzrentenfonds Penzplan beigetreten und hat dort im Laufe der Jahre ein stattliches Kapital angespart. Dank des neuen Bausparprogramms, das vom Land gefördert wird, wurde dieses Kapital verdoppelt und ihm als Baudarlehen für die neue Wohnung zur Verfügung gestellt. Der große Vorteil ist, dass ich einen Kredit aufnehmen kann mit 1,5% Zinsen. Die Laufzeit ist 20 Jahre. Und das ist für mich ein sehr gutes Bedingungen, was man so fragen kann. Wenn ich einen offenen Markt einen Kredit mit 1,5% fix bis 20 Jahre, glaube ich, noch nicht so möglich. Für die Arche im KVW ist das Bausparprogramm ein Erfolg. Was Anfang des Jahres 2015 noch recht kompliziert klang, wurde zu einem einfachen Finanzierungskonzept weiterentwickelt und ist nun seit Juli 2015 in ganz Südtirol erhältlich. Die Beratungsstelle von Penzplan in der Bozner Mustergasse. Ebenso wie bei jeder Filiale der Südtiroler Bankinstitute können sich Interessierte hier beraten lassen. Die Penzplan-Mitarbeiter sind mit den ersten Monaten seit Einführung des neuen Bausparprogramms mehr als zufrieden. Das Land hat ja auch 20 Millionen bereitgestellt für das Jahr 2015 und wir sind jetzt genau bei dieser Zahl an Anfragen. Anfragen heißt, dass noch nicht die Darlehen ausgezahlt sind alle, aber dass zumindest für genau 20 Millionen Euro wir uns von dem Pensionsfonds bestätigen haben lassen, dass die eben drin sind und entsprechend können diese 20 Millionen von diesen Personen angefragt werden. Bislang haben sich 250 Südtirolerinnen und Südtiroler für ein Bauspardarlehen entschieden. Damit ist die erste Summe, die das Land 2015 dafür zur Verfügung gestellt hat, bereits erschöpft. 2016 sollen zumindest weitere 20 Millionen Euro bereitgestellt werden. Wer beispielsweise 15.000 Euro in seinem Rentenfonds angespart hat, hat Anrecht auf ein Bauspardarlehen von 30.000 Euro. Die bisher angesparte Summe wird sozusagen verdoppelt und das zu einem fixen Zinssatz von 1,5%.
Bisher haben knapp 250 Personen angesucht. Die haben durchschnittlich 41.000 Euro in ihrem Zusatzrentenfonds angespart. Das heißt, sie bekommen das Doppelte als Darlehen, sprich durchschnittlich 82.000 Euro. Es gibt auch Personen, die schon 100.000 angespart haben, die bekommen dann 200.000 Euro als Darlehen. Und es gibt auch kleinere Beträge. Der kleinste gültige Betrag ist 15.000 Euro. Das heißt, das kleinste Darlehen, der kleinstmögliche Darlehen ist 30.000 Euro. Von der Ausstellung des Bausparzertifikats zur Auszahlung des Darlehens vergeht rund ein Monat. Zusammen mit einem weiteren Darlehen kann dann zum Beispiel ein Großteil einer Wohnung finanziert werden oder man verwendet das Geld zum Sanieren eines bereits existierenden Hauses. Das Bausparprogramm ist eine zusätzliche Säule im System, die bestehenden Unterstützungen beim Kauf, Bau oder bei einer Sanierung wird es weiterhin wie gewöhnt geben. Das Bausparen kann auch als ein Teil der Zukunftsvorsorge gesehen werden. Die eigenen vier Wände zu besichtigen, gibt sicher Sicherheit und ist gleichzeitig eine gute Vorsorge für später. Für die Banken als wichtiger Partner des Bausparprogramms steht fest, dass die Botschaft, wer spart und an die Zukunft denkt, wird belohnt, bei den Südtirolerinnen und Südtirolern gut ankommt. Es ist, glaube ich, ein großer Schritt vorwärts, wenn man die Leute erzieht, dass sie eigentlich mit dieser Belastung zurechtkommen müssen. Nicht? Sich eine Wohnung anschaffen und das Darlehen dafür zu tilgen, bedeutet ja eine Belastung. Man muss üben, diese Einschränkung üben. Und das funktioniert. Und wenn man das so wie in diesem Bausparmodell vorgesehen ein paar Jahre, mindestens 8 Jahre schon geübt hat, dann kann man das. Und dann hat man sich auch entsprechend organisiert und dann ist es wahrscheinlich leichter, diese finanzielle Belastung zu tragen. Bei Ehepartnern können Mann und Frau das bei einem Vorsorgeinstitut angereifte Kapital zusammenlegen und sozusagen ein gemeinsames Bausparprogramm nutzen. Das angesparte Kapital und die zinsgünstige Verdoppelung desselben dürfen allerdings die Obergrenze von insgesamt 300.000 Euro nicht überschreiten. Dennoch, das Einzahlen in einen Renten- bzw. Vorsorgefonds wird immer interessanter, auch bei der Realisierung des Eigenheims. Wer schon früh beginnt, in einen Rentenfonds zu investieren, kommt nach rund 20 Jahren bereits in den Genuss einer sehr interessanten Finanzierungsmöglichkeit für die eigenen vier Wände. Sprich, dass man nicht nur den Anteil einzahlt, der zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingezahlt ist, sondern dass man das effektiv als Sparschiene nutzt, mit einem positiven Nebeneffekt, dass man das morgen für den Bauen oder Sanieren auch nutzen kann. Dass man nicht leider 1.500, 2.000 bis 3.000 Euro einzahlt, die sich halt ergeben durch einen Lohn, sondern dass man bis zu 5.000 oder auch mehr einzahlt das Jahr, dass sich danach in den 8 Jahren effektiv eine Summe ergibt, die auch sagen wir, praktisch relevant ist. Weil wenn das jetzt sage ich mal, 15.000 das Minimum, für 30.000 ist es zwar auch halb noch interessant, aber wenn das einmal eine Summe ausmacht von 50 oder bei mir eine Mitgliedheit, bei mir und mehreren Mitgliedern ist 50 bis 80.000 drinnen haben und danach ein Darlehen machen können von 100 bzw. 160.000, dann wird das wirklich interessant. Zurück nach St. Ulrich. Die 10 Parteien dieses neuen genossenschaftlichen Wohnprojektes haben das Bausparprogramm nur teilweise nutzen können, weil einige von ihnen schon vor dem offiziellen Start im Juli 2015 ihren Finanzierungsplan für den Bau erstellt hatten. Wer sich allerdings demnächst mit Bauen oder Sanieren beschäftigt, der sollte das Bausparen als Finanzierungsmöglichkeit auf jeden Fall in Erwägung ziehen.